Wer seinen Weg richtig wandelt, kommt zu seiner Ruhe in der Kammer. Diesen Weg zu wandeln war das Bestreben dessen, an dessen Sarge wir hier stehen. Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn wie dies Leben war, es wissen's alle, die hier erschienen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts verbarg sich, weil sich nichts zu verbergen brauchte. Sah man ihn, so schien er ein Alter, auch in dem, wie er Zeit und Leben ansah. Aber für die, die sein wahres Wesen kannten, war er kein Alter, freilich auch kein Neuer. Er hatte vielmehr das, was über alles Zeitliche hinausliegt, was immer gilt und immer gelten wird. Ein Herz. Er war kein Programmedelmann, kein Edelmann nach der Schablone, wohl aber ein Edelmann nach jenem, alles Beste umschließenden Etwas, das Gesinnung heißt. Er war recht eigentlich frei, wusste es auch, wenn er es auch oft bestritt. Das goldene Kalb anbeten war nicht seine Sache. Daher kam es auch, dass er vor dem, was das Leben so viele anderer verdirbt und unglücklich macht, bewahrt blieb, vor Neid und bösem Leumund. Er hatte keine Feinde, weil er selber keines Menschen Feind war. Er war die Güte selbst, die Verkörperung des alten Weisheitssatzes, was du nicht willst, dass man dir tu. Und das leitet mich denn auch hinüber auf die Frage nach seinem Bekenntnis. Er hatte davon weniger das Wort als das Tun. Er hielt es mit den guten Werken und war recht eigentlich das, was wir überhaupt einen Christen nennen sollten, denn er hatte die Liebe. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche jederzeit bewusst war. Alles, was einst unser Herr und Heiland gepredigt und gerühmt und an das er die Segensverheißung geknüpft hat, all das war sein. Friedfertigkeit, Barmherzigkeit und die Lauterkeit des Herzens. Er war das Beste, was wir sein können, ein Mann und ein Kind. Er ist nun eingegangen in seines Vaters Wohnungen und wird da die Himmelsruhe haben, die der Segen aller Segen ist. Einige der Anwesenden sahen sich bei dieser Schlusswendung an. Am meisten bemerkt wurde Gundermann, dessen der Rede halb zustimmende, halb ablehnende Haltung bei den versammelten Alten und Echten, die wohl sich, aber nicht ihm ein Recht der Kritik zuschrieben, auch hier wieder ein Lächeln hervorrief. Dann folgte mit erhobener Stimme Gebet und Einsegnung, und als die Orgel intonierte, senkte sich der auf dem Versenkungsstein stehende Sarg langsam in die Gruft. Einen Augenblick später, als der wieder aufsteigende Stein die Gruftöffnung mit einem eigentümlichen Klappton schloss, hörte man von der Kirchentür her erst ein krampfhaftes Schluchzen und dann die Worte: »Nu is allens ut, nu möt ik ook weg.« Es war Agnes. Man nahm das Kind von dem Schemel herunter, auf dem es stand, um es unter Zuspruch der Nächststehenden auf den Kirchhof hinauszuführen. Da schlich es noch eine Weile, weinend zwischen den Gräbern hin und her, und ging dann die Straße hinunter auf den Wald zu. Die alte Buschen hatte nicht gewagt, mit dabei zu sein. Unter denen, die draußen auf dem Kirchhof standen, waren auch von Molcho und von der Nonne. Jeder von ihnen wartete auf seine Kutsche, die, weil der Andrang so groß war, nicht gleich vorfahren konnte. Beide froren bitterlich bei der scharfen Luft, die vom See her wehte. »Ich weiß nicht«, sagte von der Nonne, »warum sie die Feier nicht im Hause, wo sie doch heizen konnten, abgehalten haben. Es war ja da drin gar keine menschliche Temperatur mehr. Und nun erst hier draußen.« »Ist leider so«, sagte Molcho, »und ich werd auch wohl mit einer Kopfkolik abschließen. Und mitunter stirbt man dran. Aber wenn man in Berlin ist, und ich habe da neulich auch sowas mitgemacht, ist es doch noch schlimmer. Da haben sie was, was sie eine Leichenhalle nennen, eine Art Kapelle mit Bibelspruch und Lorbeerbäumen, und dahinter verstecken sich ein paar Gesangsmenschen. Wenn man sie aber nachher sieht, sehen sie sehr gefrühstückt aus.« Kenn ich, sagte Nonne. »Nu, der Gesang«, fuhr Molcho fort, »das ginge noch, den kann man schließlich aushalten. Aber der Fußboden und der Zug durch die offenstehende Tür, und wenn man doch bloß den kriegte, wer aber Pech hat, der kommt, wenn's Winter ist, dicht neben einen Kanonenofen zu stehen, und wenn ich sage, der pustet, so sag ich noch wenig. Und der Geistliche kann einem auch leid tun. Er spricht sozusagen für niemanden. Wer kann denn bei solchem Zug
und solchem Ofenpusten ordentlich zuhören. Und bloß das weiß ich, dass ich immer an die drei Männer im feurigen Ofen gedacht habe. So halb Eisklumpen, halb Bratapfel ist nicht mein Fall. Ja, die Berliner, sagte Nonne, nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Und dabei bilden sie sich ein, sie hätten eigentlich alles am besten. Und mancher von ihnen glaubt es auch wirklich. Aber die Hölle lacht. Ich bitte Sie, Molcho, menagieren Sie sich nicht. Das über Berlin, na, das ginge vielleicht noch. Aber sogleich hier von der Hölle, hier mitten auf dem christlichen Kirchhof. Bald danach hatte sich der Kirchhof geleert und alles, was in der Grafschaft wohnte, war auf dem Heimwege. Nur die von Berlin her erschienenen Gäste, die den nächsten, an Gransee vorüberkommenden Rostocker Zug abzuwarten hatten, waren in das Herrenhaus zurückgekehrt, wo mittlerweile für einen Imbiss Sorge getragen war. Rex und Chaco, desgleichen auch die Berchtesgadens, nahmen erst ein Glas Wein und dann eine Tasse Kaffee. Zwischen dem alten Grafen und Adelheid knüpfte sich ein mäßig belebtes Gespräch an, wobei der Graf der Vorzüge des Verstorbenen gedachte. Da Schwester Adelheid jedoch, wie so viele Schwestern, allerlei Zweifel und Bedenken hinsichtlich des Tuns und Treibens ihres Bruders hegte, so ging man bald zu den Kindern über und beklagte, dass sie bei einer so schönen Feier nicht hätten zugegen sein können. Dazwischen wurde dann freilich das fast entgegengesetzt klingende Bedauern laut, dass das junge Paar seinen Aufenthalt im Süden wohl werde abbrechen müssen. Der alte Graf in seiner Güte fand alles, was Adelheid sagte, sehr verständig, während sich Adelheids Gefühle mit der Anerkennung begnügten, dass sie sich den Alten eigentlich schlimmer gedacht habe.